Hallo liebe Leute, liebe Zuschauer. Habe ich noch hier ein paar Hölzer. Die wollte ich dann kleiner sägen, als Rundung zum Beispiel, damit die auf der Presse genutzt werden können. Und das kann ich mit dieser Dekupiersäge machen. Also, das Holz selber ist 75 mm hoch. Und wie wir das schaffen, zeige ich euch gleich. Normalerweise habe ich hier eine Durchgangshöhe von 52 mm Maximum und die kann ich mal erhöhen, indem ich ein anderes Sägeblatt mir hole. Also, es gibt auch gröbere, zum Beispiel Nummer 11 bis Nummer 14. Und die sind in 130er Länge. Und dann habe ich auch noch zum Beispiel hier ganz grobe. Das ist dann ein 16er und 160 mm. Ich sehe, hier habe ich auch schon, okay, nehmen wir aus der Packung eins. So. Und wie das aussieht im Vergleich zu einem herkömmlichen Blatt, kann man dann schon mal sich leicht vorstellen. Okay, ich kann hier hochheben. Ich muss jetzt schauen, dass ich das richtig einspanne hier. So, das kann ich hier auch einspannen. Das lasse ich noch. Und hier hinten nutzen wir die Möglichkeit, ein bisschen loser und dann hier noch das richtig festspannen. Okay, also eine Kontur habe ich hier schon, so eine leicht runde Kontur. Staubsauger an. Los geht's. So sieht es aus. Also wie schon erwähnt, wir haben hier eine Schnitthöhe von ca. 75 mm und mit ein bisschen Geduld lässt sich das sehr gut sägen.
Also, das muss jetzt noch geschliffen werden und dann kann ich das nutzen für meinen Filter. Ein zweites wird natürlich auch noch gesägt, aber das dann später. Also, soweit habe ich diese gesägt. Die werden dann noch angelegt. Ich kann aber auch noch hier einmal einen Kreis aussägen, damit dieses Holz sich um die Spindel quasi legt. Oder zumindest ein Teil davon. So, nochmal Staubsauger an. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich die Hälfte habe. Nicht ganz. So. Mit einer Bandsäge wäre es natürlich viel, viel schneller gegangen, aber ich wollte euch mal zeigen, dass es auch an einer Dekupiersäge möglich ist, solch große Schnittstärken hinzukriegen.